Volkan Uluc, Trainer des BFC Dynamo. Ein Traumstart für Sie. Sehen Sie das genauso? Ja, ich denke, dass wir sehr gut ins Spiel gekommen sind, gutes Tempo gegangen sind und eigentlich auch mit dem 1-0 dafür belohnt worden. Nachher haben wir leider einen Gang zu viel rausgenommen. Wir haben das Spiel versucht zu verwalten. Im Laufe der zweiten Halbzeit, muss ich natürlich sagen, hatten wir riesen Kontermöglichkeiten. Und davon muss man natürlich das entscheidende 2-0 machen. Und man hat gesehen, wie eng ein 1-0 werden kann. Ne? Zum Schluss müssen wir da noch Kopf und Kragen riskieren. Hatten in der einen oder anderen Situation auch Glück, das muss man ganz ehrlich sagen. Aber ich denke, in einem Endspiel, da zählt nur das Ergebnis. Und wir sind stolz, dass wir heute gewonnen haben. Wie sehr haben Sie sich aufgeregt, dass in der zweiten Halbzeit doch so viele Chancen vom SV Lichtenberg zugelassen wurden? Es ist natürlich klar, 1-0 ist vom Ergebnis her sehr knapp und der Gegner wirft alles nach vorne und man muss die eine oder andere heikle Situation überstehen. Der große Fehler war, dass wir uns nicht mehr rausgetraut haben. Man muss rausschieben, man muss die Zweikämpfe vorher suchen und das war der große Fehler in der zweiten Halbzeit. Wie groß ist jetzt die Freude, dass Sie in der ersten Runde des DFB-Pokals stehen und was ist vielleicht so ein Wunschgegner von Ihnen? Ja, ist natürlich eine super Sache für den Verein, für meine Mannschaft. Wie Sie wissen, haben wir die Mannschaft neu aufgebaut diese Saison. Wir freuen uns auf Samstag, einen Wunschgegner habe ich nicht. Wir müssen sowieso das nehmen, was kommt. Aber das ist leider Fußball. Ne? Samstag, wenn die Auslosung ist, interessiert dieses Spiel keinen mehr. Alles klar, vielen Dank, Volkan Uluc. Dankeschön.